Am 15. September 2018 bin ich nach Bremen auf das Gelände der ehemaligen Wollkämmerei Blumenthal gefahren. Hier fand der erste Bremer E-Day-Tag statt und es ging um die E-Mobilität. Nicht nur ein E-Bus der Bremer Verkehrsbetriebe war vor Ort, sogar aus Dänemark und England sind E-Mobilisten nach Bremen-Blumenthal gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Viele Aussteller mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen wie Segways, Lastenfahrräder und sogar ein aus Bambus hergestelltes elektrisches Fahrrad. Das nur für E-Fahrzeuge abgesperrte Gelände wurde von E-Fahrzeugen voll ausgenutzt. Hier möchte ich auch gleichzeitig Dennis Witthus für seine gute und aktive Arbeit für seine Videos der E-Mobilität danken. Das ist Roland Klose vom Elektromobilität Nord e.V. Die haben die Ladesäule aufgestellt, sodass die E-Fahrzeuge hier laden konnten. Dann hatten meine Mitfahrer viel Spaß mit dem Spaßpedal. Es war eine lustige Zeit, kann ich sagen. Auch mit verschiedenen Ausstellern wurde reichlich diskutiert. Auf der Bühne wurde über die Zukunft der Elektromobilität zwecks Ladesäulen in Bremen diskutiert. Wer auch nicht hier fehlen darf, ist Holger Laudelei. Man nennt ihn auch Mr. Energiewende. Holger Laudelei hat hier verdeutlicht, dass E-Mobilität und Photovoltaik die Zukunft ist. Am Nachmittag war Radio Bremen 2 mit einer Live-Sendung vor Ort und hatte mit Dennis Witthus ein Gespräch über die Elektromobilität und Tesla geführt. Der Höhepunkt des Tages war eine Demonstrationsfahrt durch Bremen zur Weserfähre, die auch rein elektrisch fährt. Die Strecke wurde von der Polizei für diese Fahrt für andere Fahrzeuge gesperrt. Ja, jetzt sind wir an der Weserfähre angekommen und jetzt seht ihr gleich die Schlange von E-Autos, die jetzt auf die Fähre wollen. Ein E-Auto nacheinander fährt auf die Fähre und ich muss sagen, so viele E-Autos hier, keine Verbrenner dabei. Nur E-Autos, also da kann man sehen, E-Mobilität funktioniert. Und wir freuen uns schon auf das Jahr 2019 zum E-Day-Tag in Bremen-Blumenthal. Der Beirat von Bremen hat entschieden, es soll einen erneuten E-Day-Tag geben. Anmeldungen werden gern angenommen, wenn ihr mit eurem E-Auto kommen wollt. Und am Abend spielte die Band Crossfire, Oldies und machte gute Stimmung.